Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeons 2. So, eigentlich hatte ich jetzt mein Wochenende schon fertig aufgenommen, aber ich habe so Lust gerade auf das Spiel, dass ich das direkt mal fürs nächste noch mit aufnehme. So, beim letzten Mal haben wir zwei Lager bereits schon zerstört. Ich habe sehr viele Leute verloren. Ich habe jetzt aber gerade mal auf Screen schnell noch ein paar Einheiten gebaut. Habe aber sonst nichts weiter gemacht. Also die sind alle jetzt bei 1. Aber okay. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hätte erst das andere Lager angreifen sollen oder so, damit das Ganze jetzt hier nicht so ja, massakermäßig läuft. Aber so ist es halt. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz warten, bis die hier weiter sind. Ein bisschen graben noch. Ich habe ein paar Schnotterlinge geopfert, damit ich mir noch ein paar Soldaten bauen kann. Das war mir dann doch etwas wichtiger. So, hier können wir... Ach nee, hier geht es gar nicht lang. Warte mal, aber... Naja, gut. So, dann gucke ich mal, wo ich hier noch lang komme. Ob ich vielleicht noch ein paar Räume finde, wo noch Einheiten abzustauben sind. Wobei ich langsam glaube, hier kommt bald ein Spinnenraum, so wie das hier aussieht. So. Oder war hier einer? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich weiß es nicht mehr. Und hier können wir auch noch ein bisschen reingehen. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich denn noch was Schönes verbessern? Verbesserung für Schnotterlinge. Schnotterlinge antreiben, das ist gerade dran. Das sollen die ruhig erstmal machen. Und wir werden gleich angegriffen. Aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Ja, sowas dachte ich mir. So, dann nehme ich euch mal mit. Ich brauche dringend ein bisschen EXP. Sehr schön. So muss das sein. Und da ich ja jetzt jede Sekunde auch angegriffen werde, muss ich da natürlich auch gleich ein paar Vorkehrungen treffen. Aber die müssen jetzt erstmal hierher kommen. Vorher mache ich da nichts. Ich könnte aber schon mal das Horn blasen. So. Na? So, oh, das ist so krass, wirklich. So viel Gold jedes Mal um diese Spinnenhöhlen rum. Ah, okay, Moment. Da ist wieder so ein komischer dabei. Okay, super. Es ist Zahltag. Und Zahltag. Es ist aber, glaube ich, jetzt noch keiner Level wieder gestiegen, ne? Nee. Ja gut, die anderen sind halt die, die überlebt hatten. Die sind jeweils ein Level gestiegen scheinbar. Okay. Also ich bin ja der Meinung, dass es hier noch irgendwie lang gehen muss. Deswegen grabe ich jetzt hier einfach mal nach oben. Und hier ist wohl auch nochmal irgendwas mit Spinnen. Hier ist halt auch noch so viel Platz. Da gehe ich auch stark von aus, dass hier irgendwas noch sein muss. So, hier können wir eigentlich auch lang. Und... Nee, hier unten ist aber nicht mehr viel. Das kann ich, glaube ich, fast schon vergessen. Hier ist ja auch alles schwarz, da geht es nicht wirklich lang. Hier kann ich schon mal ein bisschen lang graben. Das können wir machen. Da. Dann hier nach oben. So. Ach, hier ist wieder so ein Unendlich-Ding. Okay. Wie gesagt, ich hatte ein paar Schnotterlinge geopfert. Ich hatte ja 12 Stück. 6 habe ich weggemacht. Einfach, ja, ich habe einfach nicht mehr gebraucht. Das war einfach zu viel dann irgendwann. Ich hatte über 40 Bier. Ich meine, wir haben jetzt noch super viel Bier. Die saßen teilweise vor mir und haben mich angebetet. Das muss ja dann auch nicht sein. Und da dachte ich mir, nö, jetzt machst du ein paar weg und das passt dann schon. So, theoretisch könnte ich aber trotzdem schon mal mit meinen Leuten vielleicht das östliche Lager angreifen. Ich bin mir aber tatsächlich nicht so sicher. Ich hatte gerade so viele starke Viecher, die alle vernichtet wurden durch einen Hinterhalt.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hätte vielleicht aus dem Hinterhalt wegrennen sollen und warten sollen, bis ich Stück für Stück ankomme. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, ich warte mal noch kurz, ob sich hier noch irgendwas ergibt beim Graben. Da vielleicht noch was kommt, aber das sieht gerade im Moment tatsächlich nicht danach aus. Hier geht's lang. Und so. Hier ist irgendwas. Da sollen sie da auf jeden Fall mal gucken erstmal. Ich bin schon wieder Cap vom Gold her. Ja, das ist echt krass. Ah, hier können wir auch mal lang graben. Da ist bestimmt auch was. Wo habe ich? Ja, habe ich meine Kiste. So. Räume verbessern. Kann nicht weiter verbessert werden. Schnelles bereits erforscht. Hier haben wir wieder Feinde scheinbar. Neue Türen und Fallen habe ich bereits. Ich kann hier tatsächlich gar nichts machen gerade. Tatsächlich. Ach, hier habe ich nur ein Buch bekommen. Verstehe. So. So, Moment mal kurz. Du darfst dir das Buch nehmen. Da wir jetzt angegriffen werden, gehen wir natürlich auch da mal hin. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wir warten aus kurz. Einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. So, sehr schön. Kann ich meine Leute auch gleich wieder benutzen, damit die ein paar EXP bekommen? Das ist natürlich auch sehr praktisch. So. Hole ich euch direkt nochmal wieder. Und jetzt machen wir uns hier zu den Spinnen auf. Ach nee, das sind gar keine Spinnen. Aber gut, dann machen wir uns halt zu diesen Golem-Dingern auf, wie auch immer. Du, Talrassa, du kriegst direkt voll einen drauf. Und kurz mal ein bisschen nach hinten stellen. Schade, dass ich die hier nicht markieren kann. Das wäre echt cool. Aber okay, wir sehen ja zum Glück schon, dass da noch ein anderer Gegner ist. So. Ich warte gerade mal. So viele Bücher, die jetzt hier fallen gelassen werden. Okay, du darfst dir das Buch nehmen. Der Todesengel, wow. Und du darfst dir das nehmen. Zielt immer auf den Kopf. So, ihr seid aber mal noch nicht fertig, denn da unten sind noch Spinnen. Ach, Moment mal, hier ist ja auch... So, da war auch noch ein Buch. Und jetzt gehen wir nämlich hier nach unten und beseitigen die Spinnenplage. Oh, ich habe direkt jemanden verloren. Moment mal. Ich komme nicht ran. Nein, nicht du. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. So. Du kommst hier ins Bettchen. Was bist du jetzt mit dem Nackengriff? Oh nein, der Todesengel ist weg. So, Moment mal. Du hier. Du darfst mal das hier nehmen. Der mit dem Heilfleisch. Oh, cool. Das ist toll. So. Ja, wie gesagt, ich glaube, sehr viel mehr wird es jetzt hier für mich auch nicht zu finden geben. Wobei hier ja echt noch viel ist, wo ich langgraben kann. Das können wir auf jeden Fall mal abbauen. Außer das, da habe ich jetzt derzeit irgendwie genug Mana. Da brauche ich jetzt nichts abbauen. Aber hier können wir zum Beispiel noch lang. Okay. Was hab... Achso, werden gleich schon wieder angegriffen, aber das ist in Ordnung. Und was haben wir hier noch? Da können wir theoretisch auch mal lang, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass uns das großartig was bringt, außer Gold halt.
Hier wird es wohl kaum im Raum plötzlich versteckt sein. So, aber hier könnten wir nochmal nach hinten. Da ist noch so viel, ja, Potenzial dahinter. Hier ebenfalls. Moment. Auszusehen wieder. Was? Geht nicht? Oh, geht nicht. Naja, gut. Dann so lang. Okay. Und da... Nee, da geht's auch nicht. So, wir werden angegriffen. Sie sind in den Dungeon eingedrungen. Einem aus Versehen angegrabenen Schon wieder Spinnen. Raum strömen zahlreiche Spinnen. Wie wäre es mal mit ein bisschen Verstärkung oder so? Das wäre echt cool. Haben sich im Untergrund breit. Ach, Talrassa ist schon wieder tot. Ey, das ist unglaublich. Gut, die ist wahrscheinlich nicht wirklich noch nicht wirklich geheilt gewesen. Könnte gut möglich sein. Na, geh ins Bett. Ihr seid aber in Ordnung, oder was? Okay, dann muss Talrassa jetzt erstmal gerade, glaube ich. Obwohl, du musst das aushalten können. Moment, machen wir es so. Ich glaube, die, die ich zuletzt nehme, werden auch mit als erstes abgeworfen. Euch noch mal mit. Ah, Moment mal. Du darfst dir das Buch hier holen. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir euch noch mal mit und dann holen wir uns die anderen Spinnen gerade noch. So, die waren hier oben. Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet, wenn das so bunt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach mehr Gold bringt. Aber ich habe keine Ahnung. So, hätten wir das also. Ah, hier ist noch so viel Potenzial dahinter, aber hier ist alles... Hier ist schwarz. Hier geht es scheinbar teilweise lang. Nee, hier irgendwie nicht. Dann sollen sie erstmal hier lang graben. So. Wer weiß, was da hinten ist? Das würde ich halt schon gern rausfinden. So. Und so. Das noch. Und ach, hier haben wir auch noch ein Buch, sehe ich. Dann darfst du dir das holen. Der energetische, okay. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen Schatzkammer bauen, sonst ja, wird das gleich hier richtig chaotisch. So, 13.800. Das ist natürlich schon schön. So, hier hinten ist noch was, da komme ich aber so jetzt auch noch nicht ran. Aber hier hinten lang würde es gehen. Bei solchen Sachen vermute ich immer, dass da irgendwas noch ist, das ich mir holen sollte vielleicht. So, ein neuer Angriff kommt gleich wieder. Oh, hier ist auch so viel Geld. So viel. Es ist echt unglaublich. Kann noch abgebaut werden, wenn es denn mal will. Das, 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 das. Und dann bauen wir hier auch noch ein bisschen Schatzkammer hin, dass sie nicht so lange schleppen müssen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, okay. Dann nehmen wir unsere Leute wieder mit. Bevor die jetzt hier getötet werden, müssen wir uns beeilen.
Oh nein, nicht Teilrasser, nicht sterben. Tötet sie! Nein! Jedes Mal dieselbe. Das arme Mädel. So. Da, ab ins Bett wieder. Ab ins Bett. Okay, dann ist das hier schon mal soweit sichergestellt, dass es abgebaut wird. Wie sieht's hier aus? Da kann das noch abgebaut werden. Hier ist auch noch ein bisschen was. Da geht's noch lang. Okay. Es ist so krass, wie viel Gold ich habe. 17.000, das sollte erstmal ausreichend sein. Und es wird doch wieder die Zeit kommen, da bin ich so pleite und habe einfach kein Geld mehr. Okay. Ah, hier können wir auch noch lang. Sehr schön. Sollen wir es denn mal wagen? Sollen wir mal rausgehen und vielleicht die anderen noch angreifen? Ich meine, was soll man machen, wenn wir zu lange jetzt hier warten? Das bringt es ja letztendlich auch nicht. So, so, so. Du und jetzt du auch noch. Ja, wir gehen jetzt mal nach draußen. Fertig aus. Wir können ja nicht ewig hier drinnen sitzen bleiben. So. Ah, hier, über die Brücke müssen wir. Oh, ich bin aufgeregt. Sehr schön, okay. So, das Gebiet haben wir uns schon mal erobert. Jetzt kommt ihr dran. Aus dem Nebel des Krieges tauchte langsam ein Dorf auf, das von einer imposanten Burg überragt wurde. Hier würden sich mit Sicherheit zahlreiche Verteidiger der Allianz verschanzt haben. Die Burg musste fallen. Die Burg musste fallen, ja. Boah, hier sind so viele. Panischer Rückzug, bitte. Habe ich jetzt alle weg? Geh du mal bitte mit hier hin. Oh, ihr drei. Ihr greift mal den Kleinen bitte an. So. Jetzt machen wir trotzdem noch mal panischer Rückzug, dass ihr mit euch heilen gehen könnt. Sehr schön. Jetzt müsste ich alle hier weg haben, oder? Ja, sieht gut aus. So, und die heilen sich jetzt erstmal. Wie sieht's aus? Ihr seid so halbwegs voll. Du heilst dich gerade, heilt sich ebenfalls. Dann können wir nämlich... Ach, das östliche Lager ist noch nicht zerstört. Ah, fuck. Ich dachte, das war schon ein Lager. Oh, shit, das Schloss wirklich. Die wollen, dass ich direkt auf das Schloss gehe. Oh, nee. Naja, gut. Geht nicht anders. Wenn die sich mal hier geheilt haben, dann würde ich sagen, rennen wir nochmal nach draußen. So, hier heilt sich keiner mehr. Okay, wir probieren es nochmal. Immerhin haben wir ja jetzt schon ein paar Feinde zerstört, das ist doch mal was.
So. Ach ja, dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass jetzt nicht mehr so viele Soldaten kommen. Aber es sieht gut aus. Mit einem Mal läuteten die Glocken der Burg. Die Bauern flohen mitnichten in Panik vor den Kreaturen des niederträchtigen Bösen, sondern rannten zur Burg, um sich dort bis auf die Zähne zu bewaffnen. Tja, die Burg ist kaputt. Pech gehabt. So, das sollten wir jetzt aber hier schaffen. Den Kreaturen des widerwärtigen Bösen wenig entgegensetzen und die Horde triumphierte abermals. Die Zerstörung der Vorposten von König Stund hatte die Verteidiger zermürbt. Brumli, der Zwergenkönig, konnte sich nicht mehr zurückhalten und macht: Los, folgt mir! Wir treiben diesen ehrlosen Abschaum aus unserem Land. Der Tod als Gewissheit. Ihr dürft nach Hause gehen. Worauf warten wir noch? Die Tore von Königsschlund öffneten sich. Zeig mal her grad. Also der ist... Ach, der kommt jetzt direkt zu uns. Okay. Aber ich möchte trotzdem erstmal nach... Ah, da ist er. Oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte seid schnell. Ich hab Angst. Oh no, da ist er schon. Okay, okay, Leute. Okay. Wir werden tapfer sein. Kommt mal hier hin. Und wir warten jetzt hier auf ihn. Okay. Go! Hallo, wir sind hier hinter dir. Dankeschön. Was zur Hölle machst du da? Also ein bisschen langsam, oder? Oh, kein Problem. Ein Problem, wirklich. Der Zwergenkönig lag im Staube. Wieder einmal hatte das heimtückische Böse gewonnen und endlich einen weiteren Schritt seiner Rache absolvieren können. Die verbleibenden Helden hatten sich in Königsschlund verschanzt und eingeigelt. Es war an der Zeit, die Schlacht in die Stadt zu tragen. Juhu! Unser neuer Dungeon-Level ist verfügbar. So, ihr schafft das schon, ne? Ah, cool, das ist der Heilender. Das ist sehr gut. So, dann machen wir den noch kaputt. Den machen wir jetzt noch kaputt. Und dann dürft ihr auch nach Hause erstmal. So. Okay. Sollen die sich erstmal wieder ein bisschen heilen? Okay, trinkt in die Stadt ein, könnten wir jetzt machen. Ich werde jetzt aber erstmal den Dungeon-Level erhöhen. Jetzt sind uns natürlich wieder einiges an Möglichkeiten offengestellt. Gucken wir direkt mal hier als erstes. Räume produzieren. Eine Arena, ein verbesserter Baumat, ein Mana-Schrein und ein Defi-Primat. Wir fangen natürlich mit dem Defi-Primat an. Und danach die Arena. Oh, geil. Also das zweite Dungeon-Level ist wirklich mit das Beste, meiner Meinung nach. Also hier können wir anfangen, neue Zauber und die Bevölkerungszahl zu erhöhen. Machen wir erstmal die Bevölkerungszahl. Und hier bei diesem, gucken wir mal, was der so Schönes machen kann. Ja, da kann ich die Stärke theoretisch erhöhen. Das machen die aber, glaube ich, eh schon. Controller. Ja, das werde ich aber, glaube ich, eher offscreen machen. Wenn mich Leute angreifen, werde ich das Ganze zurückschlagen. Wenn, werde halt in der Zwischenzeit hier die ganzen Sachen verbessern. Das ist wirklich so ein Klick, warten, bis es weitergeht, ne? Und, das ist, glaube ich, für euch nicht wirklich interessant. Ich werde dann noch auch so Sachen wie die Arena bauen und so weiter und so fort. Wir machen jetzt natürlich so lange noch weiter. Also ich werde jetzt hier nicht den Part beenden, außer es speichert jeden Moment. Ja. Dann gucken wir aber jetzt nebenbei mal gerade, wo wir noch abbauen können. Hier ist noch ein bisschen Gold. Ups, da ist noch ein bisschen Gold.
drüben haben wir noch ein bisschen was. So. Also sollte ich mal pleite sein und der ganze Kram liegt hier noch Fußboden rum, dann drehe ich durch. So, Dilla. Da und da bauen wir auch noch ein bisschen lang. Da können wir noch ein bisschen was machen. Auch wenn es nicht viel bringt wahrscheinlich. Ach doch, guck mal hier. Hier haben wir nochmal so ein Unendlichkeitsding. So, die wollen mich angreifen. Ja, das dachte ich mir. Sollen sie ruhig machen. So, das hätten wir schon mal. Die Bevölkerungszahl ist erhöht. Machen wir das Ganze doch direkt nochmal. Wir haben genügend Geld. Sollen sie einfach machen. Dann kann ich nämlich demnächst auch noch ein paar Leute bauen, beziehungsweise halt die upgraden. Da brauche ich halt auch dringend Punkte für. So, sehr schön. Ja, das klappt doch alles. Das ist toll. Hier war es, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Moment, falsch. Wo ist es denn? Hier. Defibrimat, geht das schon? Ja, ist fast fertig. Ach, es arbeitet auch gerade keiner ran, weil ich den weggeholt habe, oder was? So, Moment. Kann ich den nämlich direkt mal bauen? Das ist halt echt praktisch dafür, wenn man draußen ist und rumläuft und bla. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Nicht genügend Werkzeugkisten. Ach so, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Werkzeugkisten noch wieder. Dann sollen die erstmal machen. Es ist Zahltag. Ah, ja, ich weiß. Moment, wir fangen hier erstmal an. Wir greifen mal an. Mittlerweile hat sich unser Level ja zum Glück auch etwas erhöht wieder. Gehen da natürlich wieder auch einige Werkzeugkisten drauf. Sehr gut. Okay. Wo war ich denn gerade? Ich wollte hier, glaube ich, gucken, was ich als nächstes machen kann. Wir könnten Räume verbessern. Da haben wir aber, wie gesagt, zu wenig. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Da haben wir zu wenig Kisten für. Okay. Stapellagerung ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aus wobei ich das momentan noch nicht so brauche. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Schon wieder. Bierbraune Makort, das ist auch nicht verkehrt. Neue Türen, neue Räume. Die Arena. Die Arena werden wir jetzt als nächstes machen. Und ja. Ansonsten machen wir danach noch den verbesserten Baumat und dann ist es eigentlich erstmal soweit in Ordnung hiermit. So, ihr dürft jetzt mit angreifen. Und so. Die Spinnen eigentlich auch schlagen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr geschafft auszuprobieren. Ich finde hier echt einen Raum nach dem anderen, aber das Problem ist, dass da nur Spinnen drin sind. Das bringt mir nicht viel. Außer ein paar EXP natürlich. So und so. Geht's da noch lang? Ja. Hier wurde noch nicht abgebaut, die faulen Schweine. So, okay, er ist wenigstens dran. Ich bin so gnadenlos voll, das ist echt krass. Okay, wie gesagt, die Arena wird gerade gebaut. Da suchen wir uns jetzt auch gerade mal noch ein Räumchen, wo wir die dann hinsetzen. Das ist alles nicht groß genug. Aber vielleicht reicht das ja. Oh, die zwei noch. Okay. Dann mache ich nämlich hier jetzt die Arena hin.